So, Mr. Randale ist zurück mit der Minigun, die wir jetzt aber wieder wegschmeißen werden, weil die hat ihre Dienste jetzt geleistet und diese Bude gehört jetzt uns. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine geile Sache? Haben wir hier Waffen dran? Nö. Hallo Bürger, hi. Wir mussten kürzlich Porto da Sena demontieren. Über den Grund darf ich nicht sprechen, aber glaub mir, er ist wichtig. Die Sprengtrupps sind unermüdlich. Schlafen die auch mal? Ich schlafe jedenfalls nicht mehr. Viva Medici! Waren hier gerade noch ein paar Spacken? Sieht so aus. Wo sind sie denn? Also so geht das hier nicht, ne? Momentchen. Was wird? Danke! Sehr freundlich! Tolle Begrüßung! Ich freue mich! Schade, dass diese Helikopter keine Waffen haben. Aber naja. Hauptsache, wir kommen hier erstmal so ein bisschen aus dem Dingens raus, ne? Oh yeah. Mhm. Ah, oh, schön. Aber das ist kein guter Weg, den ich hier einschlagen will. Aber irgendwie kommt man trotzdem raus. Egal, ich komme aus der Spalte. Ist das nicht cool? Das ist doch richtig nice, oder? So. Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen und liegen. Okay, das heißt, eine Ansiedlung fehlt in diesem Bereich jetzt noch. Und das wird unter Garantie dieses Ding hier vorne sein. Da gebe ich Brief und Siegel für. So. Das Problem ist jetzt nur, dass wir bei unserem Helikopter, den wir ja jetzt gerade fliegen, keine Waffen dran haben. Und bevor wir uns da jetzt irgendwie in die Bedrohung bringen, und da irgendwie auf die Schnauze fallen, das muss nicht sein. Eieie. Also, wie man hier sieht, wir haben noch viel zu tun. Also packen wir es nicht an, wir machen Feierabend. Nein, Quatsch. Nein, natürlich nicht. Also, wir müssen da den Wegpunkt setzen. Also es wäre eigentlich das Beste, wenn ich erstmal hier eine Schnellreise oder... Wir können eigentlich auch die Schnellreise hier rüber machen. Rico, ich weiß, dass du Rennen gefahren bist, aber was ist mit Booten? Mario sagt, du wärst gut. Probier's mal und zeig Medici, was du drauf hast. Nö, gerade nicht. Gerade kein Bedarf an der Sache, da tut mir leid. So, wir könnten dann ja erstmal die Mission hier machen, aber ich möchte eigentlich gerne erstmal dieses gesamte Gebiet, also das hier drüben,
Das würde ich gerne erstmal befreien, damit das schon mal auf unserer Seite ist. Und das machen wir jetzt am besten per Rebellenabwurf. Nein, kein Panzer, um Gottes Willen. Nein, nein, stopp, stopp. Stopp, zurück. Ich baue einen Helikopter. So, der hat einen Minigun. Der ist unbewaffnet. Und der hat auch keine Waffen. Nee. Das heißt, wir müssen den Urga Postolka nehmen. Postolka, jawohl. So. Von den anderen Waffen haben wir ja alles voll. Also wir brauchen wirklich nur das Dingern hier. Hier, komm, schmeiß mal hin. So. Perfekt. Alright. My friendly boys and girls. We are now on the way to the last Stützpunkt. On the way. Ich habe keine Ahnung. Da kommt bestimmt wieder die Durchsage. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Oh, die wollen mich hier wohl nicht. Leute. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Ich dachte, da will man lieber aus. Come on. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Jojo. Muss man eben auftauchen. Wir haben aber schon gut aufgeräumt, ne? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Hi. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Oh ne, lass mich doch mal. Komm, ich will nicht sterben. Nee, nee, lass mal. Ich möchte nicht. Boah. Das ist aber nicht einfach hier, wenn ich das mal sagen darf. Hey! Bitte weiterlaufen! Schnell! Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ach komm, lass es doch. So, einmal hier auf der erstmal gucken, ne? Ob keiner guckt. So, wir brauchen noch 6 Treibstofftanks, 2 Satellitenschüssel und 2 Transformatoren. Alles klar. Sieht übrigens sehr komisch, dass man mich vom Boot aus so gut treffen kann. Obwohl hier überall noch diese Sicherungen dabei sind. Oi, 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 oi. Kopf hoch, Kopf runter. Alter.
Geil. Oh, da ist eine Leiche geflogen. Das tut mir aber leid. Ja, nice. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde die. Jo. Alle gut. Mein Problem, was ich jetzt habe. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Wie komme ich jetzt am besten zu den, was brauchen wir jetzt noch? Zwei Satellitenschüsseln? Sind die nicht hier irgendwie oben an der Seite? Irgendwie nicht. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Ja, ja, macht mal. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. So. Perfekt. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Mhm. Okay, hier an der Außenseite, da sind jetzt die Dinger, die ich suche. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Nö, ich entkomme ja auch nicht, ne? Hm. Ah, guck mal, hier geht eine Treppe nach unten. Das ist schon mal gut. Alter Schlawutzki! Mann, die hauen aber rein! Leck mir am Arsch! Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Muss ich mal kurz ein bisschen nachhelfen. Moment. Haben wir gleich. Dass die aber so gut treffen können, also das finde ich echt, also großer Respekt, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Aber so kann ich die dann nicht treffen, oder? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht verstehen. Na komm! Na also, es geht doch. So, was fehlt jetzt noch? Zwei Treibstofftanks und zwei Satellitenschüsseln. Okay. Suche abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Ja, Suche abbrechen und gleich weiter, ne? Natürlich. Perfekt. Ach, ich find's schön. Ganz toll. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Auch diese zwei Satellitenschüsseln, die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ist ein bisschen komisch. Ah, na gut. Bei mir... Oh, hallo, 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 hallo. Sind diese abgeschissenen Boote da unten, die mich die ganze Zeit schon treffen. Okay. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Hm. Was sagt denn hier?
das Ding. Also hier auf der Seite soll noch was sein. Ich mache das jetzt mal kurz mit der Karte. Was? 537 Meter? Hä? Das glaube ich ja auf der Stelle. Oh, diese scheiß Boote da unten, ey. Die gehen mal ein bisschen auf die Zwiebel. Aber nur ein bisschen, ne? Ah, warte mal. Das war noch einer. An der Seite auch noch einer. Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt! Dann wird wahrscheinlich an der an der Außenseite noch einer sein. Nee, aber da ist schon mal eine Satellitenschüssel, die ich suche. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Ja, genau so würde ich das auch nennen. Wir brauchen Verstärkung. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Aber nicht doch. Aber nicht doch. So, Wegpunkt löschen. Nimm doch die Markierung da mal weg. Meine Güte. Tja. Also eine Satellitenschüssel fehlt jetzt noch und ein Treibstofftank. Ich weiß auch, warum ich diese Dinger immer so gehasst habe. Weil man diese Scheißdinger immer so schlecht findet. So, das Ziel wird mir jetzt hier unten angezeigt. 509 Meter. Klar. Obwohl ich hier auf der Dings drauf bin. Ist perfekt. Oh, Leute. Oh, Leute. Wie ist die Lage? Bitte kommen. Heilige Scheiße. Normalerweise diese Satellitenschüsseln, die müssen ja eigentlich hier im oberen Bereich sein. Ich bin sowas von bereit. Aber ich sehe sie einfach nicht. Von wo wird denn... Hä? Die wird aus der Luft geschossen. Klar, sicher. Aber selbstverständlich. Also ganz ehrlich, ich bin langsam mit meinem Latein ja am Ende. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Oh Mann.
So, pass mal auf, ich gehe jetzt hier nochmal eben drunter. Aha. Gut, das war nämlich genau der, den ich vorhin gesucht habe. Dankeschön. Ach ja, schön. Komm, geh kaputt, geh kaputt. Jawohl. Ha, danke. Juhu. Yes. Oh, die zweite von 7 Provinzen in dieser Region befreit. Sehr nice. Bitte kommen, alle verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. Bitte gehen. Bitte danke. Gern geschehen. Ach, immer wieder schön. So, dann nochmal alles auffüllen, was soweit geht, ne? So, perfekt. Ja, hier nehmen wir den gleich mit, ne? Schwere Raketen und normale Raketen. Mhm. Ja gut, dann haben wir das jetzt soweit erledigt. Ach genau, jetzt haben wir erstmal die ganzen Sachen, die wir hier per Fragezeichen suchen können. Ja, das können wir dann ja beim nächsten Mal machen, aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal einen Akt der Piraterie. Alles Zustand hat sich nicht verbessert und Dima ist sicher, dass er sterben wird, wenn er nicht besser versorgt hat. Rico begibt sich zur Grotto Contrabandero, oh Gott, der Piratenhöhle auf Insula auf Dragon und findet dort einen unerwarteten Freund. Oh Gott, mir schwant Böses, das wird doch hier dieser Sheldon wieder sein, oder? Niemand in dieser Richtung ist er. Entschuldigung. Nö, ich gehe jetzt lieber. Alles klar, tschüssi. Nein, natürlich nicht. Ah, herrlich. Kauda. So, ich hoffe mal, dass der Helikopter jetzt auch da bleibt. Wenn es schon heißt, ein alter Freund, es kann ja nur Sheldon sein. Ich weiß es aber nicht. Wie geht's Mario? Oh, er schläft. Er hat eine seltene Blutgruppe. Und uns fehlen wichtige Medikamente, ohne die seine Überlebenschance nicht groß ist. Also weißt du, wir könnten vielleicht helfen, deinen Freund zu retten. Okay. Und was soll das kosten, Schmuggler? Ach komm schon, nur einen kleinen Gefallen. Warum habe ich das Gefühl, das bereue ich nochmal, hm? Gut, pass auf. Sieh dir das an. Ein modifizierter Panzer? Die Rebellen sagen, das Ding kann mehrere Raketentreffer ohne einen Kratzer wegstecken. Meine Theorie ist, sie haben die Bavariumstruktur so verändert, dass okay, die Kohäsion seiner Energiematrix Danke, mit dem Material... Theo ist sehr aufgeregt. Eigentlich solltest du nur wissen, dass das Ding unbezahlbar ist. Dieser Panzer ist also unzerstörbar. Klau ihn für mich. Findest raus. Jetzt wird mir alles klar. Ich besorge dir den Panzer. Und du besorgst Mario alles, was er benötigt. Das ist der Deal, mein Freund. Schick mir die Koordinaten. Ach du Scheiße.
Wir sollen jetzt also einen bavariumsverstärkten Panzer klauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Halt durch, Mario. Ponere erreichen. Mein Helikopter ist weg. Toll. Ich hab den ja nicht umsonst hier vorne geparkt, ne? Aber okay. Oh Gott. Was? Was? Kann ich da nicht anders irgendwie rüber? Geht das nicht? Nee, komm, das, nee, Moment, haben wir gleich, Moment. Lass mich das mal eben. Ach, den können wir erst wieder in 20 Minuten warten. Oh Gott. Ja gut, wenn wir 20 Minuten warten, in der Zeit ist Mario, glaube ich, tot. Ja, hier, komm, nehmen wir mal schnell den. Munition brauchen wir, glaube ich, nicht. Da hatten wir, oder? Ich nehme nochmal zur Vorsicht alles mit. Man weiß ja nie. So. Aussteigen. Anfordern. Na gut, Munition konnte man ein bisschen gebrauchen, also das passt. Perfekt. So. Der Panzer ist Teil eines Armeekonvois auf dem Weg nach Ponere. Fang den Konvoi ab und kapere den Panzer, solange seine Schilde offline sind. Kein Problem. Okay. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon. Einen schwer bewachten Superpanzer zu kapern? Was soll dabei schiefgehen? Dass wir sterben? Du hast recht. Er ist noch gefährlicher, als wir bis jetzt dachten. Wie ist dein Status? Ich nähere mich dem Konvoi. Gut, der Panzer müsste dort irgendwo sein. Die Luke geht vermutlich erst auf, wenn die Schilde deaktiviert sind. Okay, wie stehle ich dieses Ding? Die Spulen unterbrechen die Sturm zuvor, damit sie nicht überhitzen. Mhm. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann ja, ein kurzes alles klar. Fenster, um ihn zu kapern. Perfekt. Der Bavarium-Panzer wurde gestohlen. Alle Einheiten, holt den Panzer von den Rebellen zurück. Theo, ich hab den Panzer. Schick mir die Zielkoordinaten. Sind unterwegs. Ein Transportboot erwartet dich bereits. So, dann fahren wir mal los. Na? Es müsste ein Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spuren müssen sich aufladen. Das heißt, der Schild schaltet sich automatisch an. Oh Mann, ziemlich viele Tasten hier drin. Boom hat's gemacht. So, ja, komm, 1,6 Kilometer. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Hoffe ich mal. Spreng die Brücke bitte erst, wenn wir drüben sind, Rico. Einen anderen Weg haben wir nämlich nicht. Okay. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer?
wirklich beeindruckendes Gefährt. Fahr ihn nur nicht ins Meer. Wieso fährst du ihn dann nicht selbst, hä? Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Dachte sind, hä? Oder nicht? Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun. Arschloch. Fahren wir eben so weiter, ist mir scheißegal. So, mal hier mal ein bisschen Ordnung, ne? Und diese Störenfriede hier. Nee, nee, nee. Das hier haben wir aber nicht gerettet, ja. So. Ich will nicht wissen, wo die den Panzer geklaut haben. So. Den haben die unter Garantie auch geklaut. So, ja, ihr hättet auch schon mal ein bisschen helfen können, ne? Ihr steht auch nur dumm rum. Naja. Mit mir kann man es ja machen. So, Panzer ist da. Wollte sagen, was soll das jetzt werden? Ja, sehr schön. Mission abgeschlossen, ein Akt der Piraterie. Ja, ich bin ja auch Pirat zweiter Klasse, ne? Also passt schon. Wunderbar. So, aber jetzt... Die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. Ja, alles klar. Ich bin wieder auf dem Weg. Ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder.